Hallo und willkommen Leute zu einer weiteren Folge von Let's Play Industrial Minecraft Staffel 2 mit Mark Gamer. Und ja, ich glaube hier unten haben wir... Ach, hier ist noch das... Ein kleines Problem. Wie viel Power hast du denn noch? Nicht mehr viel. Ich müsste jetzt nämlich mal dringend... Ich hatte doch hier Getreide abgefarmt. Hier habe ich noch Setzlinge, Getreide. Dann haue ich mal das Getreide in den Fermenter, damit der hier auch nochmal weitere Biomasse produziert. Und ich brauche Wasser, Mist. Also mache ich mir schnell einen Eimer. Und das möglichst bevor die Biogas-Engine ausgeht. Ja, da hatte ich Offcam mal geguckt und gesehen, Mist, die Biogas-Engine, die ist fast aus. Und ja, ich werde jetzt auch mal ein bisschen was... Mache ich das nicht? Doch, ich denke mal schon. So. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen Cycraft-Zeug machen. Oder mache ich einen Aqueous Accumulator? Weiß ich noch nicht. Beziehungsweise ganz erstmal werde ich mir... Wo hatte ich denn die Kapsel? Ich hatte mir doch Cans gemacht, aus Versehen. Hier habe ich die hin. Befülle ich den Fermenter erstmal damit. Na los. So. Dann die Dinger da rein. Zack. Und dann hier hoffentlich noch einen vollen Eimer rauskriegen. Bevor du ausgehst. Schneller. Trennen wir das mal kurz. Dann sollte die Energie auf jeden Fall reichen. So, hier das da rein. Dann schon mal den Eimer wieder da. Denn an der Baumfarm dürfte der Sprint auch nicht mehr wirklich lange halten. So, der Magma Crucible, der macht hier schon mal. Und wir wollten uns den Energy Frame machen, wenn ich mich richtig erinnere. Entschuldigung, dass ich jetzt hier den Einstieg so ein bisschen versaut habe. Energy Frame. Energy Cell Frame. Nein. Dessen Cheat hätte ich wieder wegschmeißen und schnell raus aus dem Cheat Mode. Ja, das ist immer doof, wenn man da in Testwelten unterwegs ist und dann immer hin und her schalten muss. Electrium Ingots, 4 Stück. Pulverized Gold, Pulverized Silver. Gib mir 20 Electrium. Elektrum, Entschuldigung. Das kann ich dann in einen Ofen schmeißen. Dazu hole ich mir aber von da drüben Holzkohle. Habe ich gerade was zu essen dabei? Die Dinger. Sieht fast so aus, als wäre da drüben schon der Strom ausgegangen. Nicht Strom, sondern die Energie. Jawohl, die macht nichts mehr. Hier haben wir 58 Holz. Ah, und 13 Äpfel. Ich habe was zu essen gefunden. So, daraus kann man dann nochmal Holzkohle machen. Kommst mal hier drüben rein und machst mir Elektrum. So, harten Glas. Ich hatte mir doch schon den Induction Smelter gemacht. Genau.
Dazu brauche ich Pulverized Obsidian. Denn für Hardened Glass brauche ich 2 Pulverized Obsidian und ein Bleibarren. Oder Obsidian Dust von einem anderen Mod. Wo hatte ich? Habe ich das Obsidian noch dabei? Nein. Das habe ich hier. Nehmen wir mal 10 Stück. Erstmal gehen wir ins Bett. Ins Bett. So, dann. Ja, hier steht zwar auf Peaceful, aber es ist ja egal. Es gilt ja die Schwierigkeit vom Server. So, das Pulverized Obsidian in den Pulverizer. Und dann werde ich nochmal gucken, wie viel Bronze habe ich. 20, das reicht locker. Werde ich mir nochmal eine Engine machen. Holz habe ich dabei, Cobblestone habe ich auch dabei. Also, 2 Sticks. So, 2 Sticks. So, dann. Was mache ich denn? Ich brauche Stein. Ja, schön, ich bin gerade erst vor einer Viertelstunde aufgestanden und vielleicht noch ein bisschen verplant. Aber ihr verzeiht mir das. Dann Bronze. 2, 2, 2, 2. Und da musste er schon wieder niesen. Krankheit. Gut, für den Pisten habe ich auch alles dabei. Dahin das Decken. Das und das. Pisten. Ja. Das ist mein Handy, mein Wecker. Moment mal, das haben wir gleich. Ich war es professionell. Wie immer. Den Wecker mal ausschalten. Komplett. So. Dann ein Redstone, ein Eisen. Ach ne, ich habe mir schon Pisten gemacht. So. Dann wollte ich mir Bronze genau. Glas. Ne, der Jay ist da hinten. Wir haben ein bisschen da drüben Glas. Gehört halt nicht hier rein. Eins nehme ich mit, eins Stack da rein oder der Rest vom Stack. Pisten. So. Und das. Du kannst dann da unten hin. Der hat keinen Dampf mehr, dann kann der auch erstmal weg. Kann man den noch als Reserve-Engine benutzen. Irgendwann später. Aber ich meine, ich hätte mir schon Cross and Hammer gemacht. Da habe ich mir den gemacht. Wo ist denn der? Hier ist er nicht. Da ist er nicht. Ach, hier ist er. Den sollte man doch immer dabei haben. So, was war eigentlich hier? Ist da Getreidesamen? Ja, mal. Du machst noch Holzkohle. Hast du hier unten denn mittlerweile schon, ja, nein. Noch nicht ganz. Mach hier mal schneller. Wisst ihr was, ich cutte hier einfach mal die Engine, die Leitung, damit der das hier
auch mal zwei, drei Eimer macht, damit ich hier die Engines und die Engine an der Baumfarm befüllen kann. Und ja, das Obsidian dürfte fertig sein, genau. Das kann dann in den Induction Smelter. Ich stelle hier mal sicherheitshalber die Inputs und Outputs aus. So, der ist voll, der befüllt sich gerade, die sind voll. Aber der hat jetzt auch schon das ganze Stack verarbeitet, das sind 1,6 Eimer, so wie das aussieht. Machen wir mal ein Lied weiter. Blei brauche ich, genau. Gerade ein bisschen neben der Spur gewesen. Dazu brauche ich ein bisschen Silber, denn wie viel Blei habe ich? 6, das reicht nicht. Machen wir nochmal 5. Halt, hier wäre die Kohle. Dann machen wir nochmal 4. Nee, 5, 6, 7, 8. Das ist dann 2 Kohle. Beziehungsweise Holzkohle. So, ah ja. Gut, das schnell zur Seite schieben. Da hat mir jemand was Wichtiges geschrieben. Gut, dass ihr das nicht gesehen habt. Also für mich wichtig, für euch eher nicht so. So, dann stecke ich das da drüben schon mal rein, dass der anfangen kann zu arbeiten. Zack. Und nice, hier mit diesem Blau. Muss ich sagen, sieht gut aus. Und wenn wir das dann haben, dann sollte das doch klappen. Genau, das, den Diamanten haben wir gleich. So. Das Elektrum haben wir. Wo habe ich das? Bronze. Habe ich das noch irgendwie in irgendeinem Ofen? Ja, hier. Elektrum. Aber ich glaube, ja doch, ich werde auf jeden Fall noch mehr brauchen, aber ich habe gerade kein Gold. Wie wäre es, wenn ich dann einfach mal ein bisschen Bronze verarbeite? Achso, mir fehlt jetzt das Obsidian. Denn der Obsidian, das tue ich jetzt erstmal da rein. 10. Reicht ja erstmal. Handglas war. Nee, war wahrscheinlich in den Seiten. Ich vertausche Rezepte doch immer. Ja. Also drehen wir das Ganze hier um. Energy Cell Frame. Der ist jetzt leer, der muss jetzt mit diesem Liquid Redstone oder Molten Redstone befüllt werden. Darum in den Liquid Transposer. Und das Schöne ist, man kann damit auch Enderperlen wunderbar einschmelzen. Beziehungsweise man muss Enderperlen einschmelzen, um sogenannte Tesseracts zu kriegen, die wie Dingsbums fungieren. Wie quasi Teleport Pipes. Was macht denn der jetzt? Der hat doch nur ein Energy Cell Frame gekriegt und der ist schon voll. Was zur Hölle machst du da jetzt? Was?
Halt, da. Warum zur Hölle habe ich bitte zwei? Leute, ich schmeiße jetzt mal den einen Energy Cell Frame hier rein. Und wenn das ein Bug war, dann lösche ich den später, schmeiß den weg. Weil eigentlich dürfte ich nur einen haben, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre.